Seid gegrüßt, einzig Hugo hat schon wieder auf mich reagiert. Diesmal Agitator antwortet auf mein Video. Ja, das stimmt. Ich habe auf sein Video geantwortet, weil er auf mich reagiert hatte. Und ich fände es schön, wenn wir mal eine Debatte führen würden. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Ich hatte Hugo schon immer wieder angefragt. Letztens meinte er auf Twitter, er wäre dazu grundsätzlich bereit. Bisher hat er sich auf Discord aber noch nicht bei mir gemeldet. Also bin gespannt, ob da noch was kommt. Der Agitator hat eine Reaction auf mein Video hochgeladen. Er war relativ schnell dabei und hat ja hier 31 Minuten lang darauf reagiert. Ich werde es ein bisschen schneller abspielen, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Und ich denke, dass es auch sonst etwas langweilig wird, weil es jetzt eine Reaction auf eine Reaction auf eine Reaction ist. Aber ich bin gespannt, was er zu meinen Aussagen Es ist sagte. Und tatsächlich los keine geht's. schlechte Hugo hat Idee. ein Reaktionsvideo auf mein Video gegen Tobias hochgemacht und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Der Agitator des anti-amerikanistischen Medienimperiums, ich meine natürlich der sozialen Marktwirtschaft, hat auf. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch mit meiner Kamera. Ich könnte in die Szene hier wechseln. Nee, Tobias Huch reagiert auf, beziehungsweise auf eine Aussage von Tobias Huch, in der es um Fake News-Kanäle auf YouTube. Ja, ist viel besser die Audioqualität jetzt. Agitator hat es gut gefixt. Ich weiß aber gerade nicht, was ich mit meiner Cam machen soll. Na, YouTube passt geht. so. Bleibt einfach so. Und Ich sag mal so, es werden hier so die ein oder anderen Unterstellungen gegenüber. Das Problem ist, Agitator schneidet halt auch die Hälfte von unserem Screen ab. Eigentlich geht ja meine Szene hier noch weiter. Hier steht ja Dauergedankenexperiment und das EN ist halt schon abgeschnitten. Das N fehlt schon. So, da ist offensichtlich ein ganzes Stück von meiner Szene weg. Tobias Huch geäußert. Wie zum Beispiel schon im Titel. da bin ich ja sehr gespannt. Da bin ich ja sehr gespannt. Also Tobias Hoch hat ja, ist ja ziemlich explizit geworden in seinem Video. Deswegen bin ich jetzt wirklich gespannt, was Hugo mit Unterstellungen meint. Naja, zum Beispiel, dass du massenhaft gesagt hast oder von irgendwie Zensur gesprochen hast, weil er Mitglied einer Regierungspartei In dem ist. St Steht, Tobias Huch kündigt massenhaft Nein, Sperrung. ich habe nicht von Zensur gesprochen, weil er Mitglied von einer Regierungspartei ist. Es ist Tatsache, dass YouTube ziemlich willkürlich Kanäle zensiert. Deswegen habe ich von Zensur gesprochen, da Tobias Huch explizit meinte, man könne die YouTube-Richtlinien ausnutzen. Von Kanälen auf YouTube an. Massenhafte. Schauen wir mal rein, ob er das angekündigt hat. Schauen wir mal rein. Also. Der Journalist und FDP-Politiker Tobias Huch fordert die massenhafte Sperrung von Kanälen, die seiner Ansicht nach Fake News verbreiten. Tobias Huch reagierte vor kurzem auf ein Video des Kanals Topf voll Gold, der ja eine bestimmte Klasse von Kanälen wie folgt charakterisiert. Danach haben mir viele von euch geschrieben, dass ihr noch viele andere solcher Kanäle kennt. Ja. Es scheint. War gerade in einem Chat Ton, was war das? Ton war plötzlich sehr laut. Ja, das war ich. Ich habe versucht, den Ton hier fein einzustellen und da habe ich aus. Hey, überspringen wir das mal. Ja, 4K-Video-Downloader kann in 4K downloaden, auch in der Gratis-Version. Gerne mal schicken. Größer. Und es scheint, verdienen sie alle dumm und dämlich. Als hätte YouTube nicht allzu viel dagegen. Und jetzt schauen wir uns diesen Screenshot einmal genauer an. Hier sieht man Kanäle wie Alexander. Ja, wir sehen eigentlich allerlei Schwurbler und bekannte Fake News-Kanäle. Wie zum Beispiel ganz prominent hier Vermietertagebuch. Da könnte man zum Beispiel ganz direkt anführen, ohne dass man irgendwas wegdiskutieren kann, dass er zum Beispiel behauptet hat, Trump hätte gesagt, 9-11 hat nicht stattgefunden. Das hat. Und? Hat er damit irgendeinen Schaden angerichtet? Naja, er hat gelogen, offensichtlich. Er hat Falschinformationen Was verbreitet. in der Demokratie vollkommen legal ist, es gibt kein Wahrheitsministerium, es gibt keine Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Das Argument hatten wir schon. Also, wie gesagt, Hugo, komm doch einfach mal zu einer Debatte vorbei. Ich hatte dich auch, also dann könnten wir das ja alles abkürzen. Ich weiß nicht, ob du diese Art von Reaktionen auf Reaktionen hier magst. Ich finde das keine gute Lösung, solche Konflikte zu klären. Ich hatte auch schon in den Kommentaren gefragt, wie wäre es, wenn wir einfach eine Debatte führen? Du hast dich bisher nicht bei mir gemeldet. Also bisher darauf auch noch keine Antwort, aber er hat es auch nicht gelöscht. Also Hoffnung bleibt. Wie gesagt, wir können einfach eine Debatte führen. Es wäre doch relativ einfach. Also jetzt nicht über diese Tobias-Hoch-Geschichte hier, da müsste ich wahrscheinlich mit Tobias Hoch drüber debattieren, aber über den Verfassungsschutz. Das war ja das Thema, weswegen du mir eine radikale Sichtweise vorgeworfen hattest. Also das wäre doch eine Sache, über die man auch mal reden könnte. Das ist meine Verbreitet. Frage. Das ist illegal. So etwas darf man behaupten. Ich sehe das anders. Das stimmt wohl nicht, was ihr Vermietertagebuch da behauptet habt, aber du darfst auch falsche Dinge behaupten. Was fällt unter die Meinungsfreiheit? Ja, aber vielleicht nicht unter. Vielleicht ne, muss das nicht zwangsläufig jede Plattform zulassen. Hat er überhaupt. Doch. Grundrechte haben eine mittelbare Drittwirkung und ein de facto Monopolist wie YouTube muss das dann zulassen.
war eine falsche Übersetzung. Er hat gesagt, während meiner Amtszeit gab es kein 9-11. Also gab es sowas in 9-11. Ich setze mich ja sowieso dafür ein, dass es ein explizites staatliches Gesetz gibt, was vorschreibt, dass YouTube eben keine Kanäle einfach so löschen darf, solange sie nichts Verbotenes getan haben. Und mit Verboten meine ich hier wirklich illegal, nicht gegen irgendwelche willkürlich interpretierten Community-Richtlinien verstoßen haben. Also ich bin wirklich dafür, dass der deutsche Staat explizit ein Gesetz erlässt, was sagt, YouTube, TikTok etc. dürfen Kanäle nicht einfach so sperren. 11 nicht quasi sinngemäß übersetzt. Tyler schreibt gerade, die Videos auf Hugos Kanal, wo auf mich reagiert, werden besser geklickt. Ja, das mag sein, aber eine Debatte würde wohl noch besser geklickt werden. Also das wäre ja jetzt gerade ein Argument, möglichst viele Debatten mit mir zu veranstalten. Also wir können auch gerne mal über den Ukraine-Krieg debattieren, über Wirtschaftspolitik, über den Nahostkonflikt. Also ich habe so viele Sachen, über die ich gerne mal mit dir debattieren würde. Das können wir gerne alles machen. Und er hat daraus gemacht, ja, Trump hat gesagt, 9-11 hat nie stattgefunden. So, und das ist mal das Offensichtlichste, was man so direkt als Fake News enttarnen konnte, aber eigentlich kann man in jedes Video reinschauen und es ist von vorne bis hinten entweder komplett überzogen, steht auf wirklich wackeligen Beinen, weil man irgendwelche Quellen nimmt, die entweder super unseriös sind oder überhaupt nicht das belegen, was man dann daraus unterstellt, oder halt einfach gänzlich gelogen und ja, Aussagen, die sich auf gar nichts beziehen. Das klingt ja für mich fast so wie der Kanal von Tobias Hoch, was Hugo da gerade beschrieben hat. Kettner oder Chrissy Rieger. Alle diese Kanäle haben eine Sache gemeinsam. Sie betreiben Regierungskritik in einer ziemlich polemischen, boulevardesken Art und Weise. Ja, das machen so manche Kanäle, habe ich gehört. Das hat mir der Agitator jetzt erklärt, dass angeblich manche machen das in so einer polemischen Art und Weise, auch so mit übertriebenen Thumbnails und so. Ja, das ist Standard auf YouTube. Also ich habe... Nein. Doch. Also das sind diese Thumbnails von... Doch, das ist Standard auf YouTube. Soll ich es dir zeigen? Ich suche jetzt mal einen beliebigen Beispielkanal raus. Oder, nein, ich suche keinen beliebigen raus. Ich nehme natürlich Tobias Hoch. Schauen wir uns das mal an. Polemische, reißerische Thumbnails und Videotitel. Tech begreift mal wieder gar nichts. Das Regime im Iran verfolgt brutal im In- und Ausland. Schockierende Ansage gegen Nizza und Shayan. Und. Antifa distanziert sich von Shoyoka. Okay, das war dieses eine Video. Und ja. Islamist will Kinder mit Hass füllen. Viel polemischer geht's ja wohl gar nicht. Und ich weiß jetzt nicht, worum es da konkret geht, aber ja. Stirbt die FDP. Der tägliche Terror gegen Zivilisten in Israel. Wurbler sammelt, bettelt und redet wirres Zeug. Leon Lovelock exposed bei einem normalen Reaktionsvideo. Also, ja. Wir können das hier gerne noch weiter durchexerzieren. Das ist der normale Stil auf YouTube. Hier mal an einem Kanal, den du, glaube ich, lieber magst als die hier gezeigten. All diesen Kanälen, die man so kennt, mit diesen eine Hintergrundfarbe, die jetzt relativ stark ins Auge sticht, und dann so ein großer Text neben dem Kopf. Das ist genau dieses Schwurbel-Fake-News-Kanäle Thumbnail-Schema. Ich werde nicht gesagt, dass ich es anders mache. Zumal ich Wurbel, Fake News, na egal. Ich gehe die Regierung gar nicht mal häufig thematisiere. Ich habe hier meistens sogar, obwohl, also wenn ich mir meine Thumbnails und so hier ansehe, dann ist das schon deutlich gemäßigter als bei den kritisierten Kanälen. Die schreiben dann immer so große Worte wie hetzt oder Propaganda oder will Tobias Hoch Kanäle sperren lassen. Olaf Scholz ruiniert das Land. So in der Art. Ja, unsere Industrie befindet sich mehr als 10% unter den höchsten Niveaus, die sie 2017 hatte. Die Industrieproduktion. Nein, ich meinte nur, dass er meinte, diese Kanäle machen das in einer recht polemischen und boulevardesken Art und Weise, wo er sich... Ja, das schließt ja nicht aus, dass ich es groß anders machen würde. Also zumindest in den Titeln und den Thumbnails. Aber schau dir auch mal meinen Kanal an. Ganz viele Videos haben gar keinen Thumbnail. Beziehungsweise die Gespräche sind alle relativ sachlich gehalten, weil es da jetzt auch nichts bringt, denen den polemischsten Titel zu geben. Okay, das Gespräch mit Frederik Brossard über VW, das habe ich, dem habe ich nochmal ein besonderes Thumbnail verpasst, weil ich auch wollte, dass das ein paar mehr Aufrufe zieht, weil das ja wirklich gerade ein sehr, sehr akutes Thema ist. Hat leider nicht so funktioniert in dem Fall, aber schaut euch das doch mal an. Also die Gespräche mit Marcellus Wallace, das Reaktion auf Antispiegel TV. Reaktion auf Hugo oder ich weiß gar nicht. Weil ist ja auch egal, das ist doch alles nicht sonderlich polemisch gehalten. Ich selber halt nicht rausnehmen kann. Die Neuanträge auf Wohnungsbau sind um Drittel eingebrochen. Ja, ich möchte das gar nicht. Und seitdem die Ampel an die Macht gekommen ist. Ja, du möchtest nicht inhaltlich werden, das ist das Problem. Ich hätte gerne eine inhaltliche Debatte.
Ja, es ist ziemlich albern. Also alle Kanäle sind, also fast alle Kanäle auf YouTube, die es gibt, haben ziemlich reißerische Thumbnails. Ich hatte euch vorhin ja auch Maurice Höfgen gezeigt, der hat das tatsächlich auch ähnlich und es ist vollkommen in Ordnung und gut, dass man das macht. Einfach weil alle das so machen und man sonst keine Aufmerksamkeit bekommt. Da schreibt gerade eine große rote Pfeile fehlen bei mir noch. Seht ihr? Wie würdest du das sonst beschreiben, wenn ich jetzt klassischen Niedergang Deutschlands? Also ist das etwa eine Erfolgsgeschichte, wenn die Neuanträge auch Wohnungsbaudritte einbrechen? Also in der Zeit, wo sowieso schon zu wenig Wohnungen da sind. Ich mache das manche. Angeblich habe ich gehört. Die Reallöhne waren Ende 2023 wieder auf dem Stand von 2015. Die sind um 5% gesunken 2021, 2022. Ist das eine Erfolgsgeschichte? Ist das etwas Gutes? Kann man sagen, ja, die Reallöhne sollten 3 Jahre in Folge sinken? Oder nehmen hier dieses Bild von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. So. Ich habe den perfekten Moderator für eine Debatte zwischen dir, Hucho, und Agilfbar gefunden. Jetzt ohne Witz, einen besseren Moderator dafür findest du nicht. Wen? Und zwar, Naitan. Kein Witz jetzt. Es hätte einige Vorteile. Der Verlierer der Debatte und Typ mit den dümmsten Takes stände dann jetzt schon fest. Seine Es, Öms und ÖHS würden diesen Talk wunderbar bereichern. Kein Trollvorschlag, bitte nicht bannen, Jared 2 Naitan. Der Rodo, du, dafür verschenkst du eh zu viele Subs, als ob ich dich bannen würde. Aber ja, das wäre tatsächlich lustig. Ich weiß auch nicht, wen von uns beiden Naitan mehr angeblich manche Kanäle. Ja, also guck dir die Thumbnails mit Tobias Hoch an, die sind nicht besser, oder? Okay, machen wir mal dieses Spielchen hier mit. Obwohl, ist ja eigentlich egal, aber ja, ist jetzt wirklich egal. Ich habe da Hallo, jetzt wirklich... Ich bin Hugo Arke. Ich glaube, wir überspringen das. Ihr habt das Prinzip verstanden, es ist ein bisschen lächerlich. Lass uns einfach eine Debatte machen, dann können wir das Ganze hier überspringen. Also ich habe da jetzt keine große Lust mehr drauf. Muss YouTube halt machen. YouTube muss da sagen... Ich habe das Uwu nicht mitgelesen, das war natürlich mein Fehler. Fake News zu. Es stimmt. Dann ist aber der Kanal von Tobias Huch von Stay auch relativ schnell weg. Also Tobias Huch ist dann einer, der bleiben dürfte, aber... Nein, dürfte er nicht. Er hat behauptet, ich wäre ein Schwurbelbrauner und das BSW wäre eine AfD in Leid. Also, der hat mich auch mehrmals als rechts bezeichnet, was eindeutig Fake News sind. Ansonsten... Fake News als rechts. Und ich beschäftige mich nicht groß mit Tobias Huchs Content. Was ich bisher gesehen habe, war nicht sonderlich wahrheitsgetreu. Ich brauche jetzt gar nicht darauf einzugehen, was er sonst so über andere Creator verbreitet. Ist, glaube ich, wirklich... wirklich schwierig, an Stage-Stelle das zu sagen. So, ich sehe gerade, wir haben hier eine Quelle. Okay, es wurde tatsächlich ein Medienbericht dazu. Sorry, war gerade noch ein anderes Thema. Übrigens nicht, es gibt eine einfache Möglichkeit, diese Kanäle dicht zu machen. Die werde ich jetzt nicht erklären im Stream, weil ich sonst warne. Dafür müsste sich mal Popol Gold mal bei mir melden. Und ich würde sagen, dass ich 80% dieser Kanäle mit einer gebündelten Aktion offline nehmen kann. Was ich übrigens für falsch halte. Also ich finde diese Aussage von Tobias Huch nicht gut so in der Form, weil man damit genau denen diese Angriffsfläche bietet, welche sie haben wollen. Man so, macht deren... Ich finde die Ankündigung der Zensur von 80% der Kanäle, man könnte fast sagen, massenhafte Kanalsperrung, weil die... 80% der paar Kanäle, welche in dem Video da waren. Die Zensur, die massenhafte Zensur, indem man sagt, 80% der Kanäle, welche da in einem Screenshot gezeigt wurden. Das ist die massenhafte Zensur, die wir hier sehen. Eventuelle Ankündigung, Tobias Hoch hat in dem Fall ja noch kann gesagt, aber später wird er noch wesentlich deutlicher sprechen. Die finde ich nicht gut, denn dadurch, dass wir sie massenhaft zensieren, helfen wir ihnen ja nur. Das ist auch ein interessantes Argument. Kanäle zu, die voll mit Propaganda sind, keine Frage, voll mit Fake News, aber ich sag mal so, habe ich mich für den Giftzap bedankt? Dosenmals, vielen Dank. Man gibt denen schon genau das Image, welches sie haben wollen. Die Kämpfer, die gegen das Zensurregime arbeiten müssen oder so ähnlich. Und dann macht man die halt auf irgendeiner anderen Plattform dafür wieder groß. Dann machen die ihren Content in Zukunft auf Twitter oder kriegen ihren Kanal nach einer Klage dann wieder. Dann klagen sie gegen YouTube, gegen die Sperrung und haben dann am Ende, wie zum Beispiel Compact, einen riesen Push bekommen. So, ich denke, das wird eine ähnliche Mechanik haben. Ich bin mir sicher, dass Tobias das tatsächlich irgendwie hinbekommt. Ich halte es aber für keine gute Idee. Das muss aber richtig koordiniert sein, in einem Schlag. Jens Dietzmann schreibt gerade, Huch ist ein Paradoxon. Er schafft es, sich aufzublasen, während er heiße Luft ablässt. Nicht ein Kunststück. Wow, inhaltlich. Dann funktioniert's. Dann sind diese Kanäle alle weg. Das ist doch eine sehr krasse Aussage. Top voll Gold sammelt hier ganz viele Kanäle, die seiner Ansicht nach Verschwörungsmythen und Fake News verbreiten. Ja, was waren nicht massenhaft Kanäle? Wie viele hat er da gezeigt auf dem Screenshot? Verbreiten. Was denn für seiner Ansicht nach? Möchtest du es leugnen? Tun sie das nicht? Ich weiß es nicht. Und Verschwörungsmythos ist ein Diffamierungsbegriff, den würde ich so gar nicht gegen andere Leute verwenden. Verschwörungstheorie ist ja generell vom amerikanischen Geheimdienst erfunden. Also der. Nein, ist es nicht. Also der Begriff, der taucht schon in juristischen Texten Ende des 19. Jahrhunderts auf. Aber im heutigen Sinne verwendet wurde er erstmals, zumindest soweit ich weiß, von Karl Popper in seinem Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Popularisiert wurde er tatsächlich von der CIA, um Kritik am Warren Report, der die Kennedy-Morde untersucht hat, zu diskreditieren.
Deswegen findet dieser Begriff Verschwörungstheorie unter anderem so massenhafte Verbreitung, weil die CIA ihn massenhaft dazu verwendet hat, um Kritiker zu diskreditieren. Aber wie gesagt, nur fremde Absichten und absolut nichts zur sachlichen Auseinandersetzung beizutragen. Agitator. Und Tobias Huch sagt nun, dass man alle diese Kanäle wegbekommen könne, beziehungsweise, dass sich Topf voll Gold bei ihm melden solle und er dann alle diese Kanäle wegbekommen könne. Wir sollten hierbei bedenken, dass Tobias Huch als Politiker bei der FDP aktiv war. Hier fordert... Aktiv war. Meiner Ansicht nach. Das ist das lustigste Argument. Jetzt kommt das der Punkt, wo ich wirklich sagen muss, das war lustig. Politiker einer Regierungspartei, die... Der Politiker einer Regierungspartei. Ist das falsch? Ist er jetzt bei der FDP? Also, korrigiert mich, wenn ich... Er ist Mitglied der FDP, aber er hat da nicht mal eine Stelle. Er war ein hohes Tier bei den jungen Liberalen, er hat für die Bremer Bürgerschaft kandidiert. Also was muss er bitte noch machen, um Politiker zu werden? Also muss er Bundesfinanzminister werden, damit man ihn Politiker nennen darf? Falschläge ist ausgetreten. Oh. Tobias Huch ist der Politiker einer Regierungspartei. Das ist staatliche Zensur, was er hier fordert. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber er gehört der Partei an, die gerade an der Regierung ist. Und es hat auch dann ein Geschmäckle, wenn er die Zensur von Kanälen fordert oder ankündigt oder was auch immer, wie man das auch mal interpretieren will, was da in seinem Video drin ist. Also ich finde das sehr, sehr explizit. Dann hat das doch ein Geschmäckle, oder etwa nicht? Abgesehen davon. Also interessant ist auch, dass Hugo hier gar nicht dagegen argumentiert. Er macht sich einfach darüber lustig, ohne zu sagen, was nun so lustig ist. Lustig ist, dass man das direkt auf die gesamte Regierungspartei projiziert und dass man das als weiteren Angriffspunkt nimmt, obwohl Tobias Huch gerade offensichtlich nicht in seiner Politik... Also er ist nicht irgendein random FDP-Mitglied, er war ein hohes Tier bei den jungen Liberalen und er hat für die Bremer Bürgerschaft kandidiert. Du treibst nicht irgendwelche dahergelaufenen Leute, die gerade eben der Partei beigetreten sind, auf Listen, damit sie in Parlamente einziehen können. Also er hat da schon eine gewisse Bedeutung, er ist da schon als Politiker aktiv. Politikerrolle als Parteimitglied. Er ist kein Politiker für die FDP, er ist Parteimitglied. Also wäre die FDP erfolgreicher gewesen bei den Bremer Bürgerschaftswahlen, dann säße er jetzt im Bremer Landesparlament. Also da wäre er jetzt Parlamentarier. Er spricht hier offensichtlich in seiner Online-Figur auf seinem Twitch-Kanal als Streamer, nicht als Sprecher für die FDP. Sich sein soll, also Tobias Huch ist doch bei einer Regierungspartei, oder ist das falsch? Wäre das was anderes, wenn er jetzt bei einer Oppositionspartei wäre? Wenn Mitglied der CDU wäre, wäre es komplett fein. Dass Tobias Huch im Moment nicht aktiv in der FDP ist und jetzt auch keine Regierungsverantwortung trägt und hier offensichtlich... Nein, das habe ich auch nicht gesagt. ...in seiner Rolle als Streamer agiert hat und nicht als Politiker einer Regierung... Ja, ist er deswegen nicht Politiker? Ist er deswegen nicht in der FDP? Danke an SeppiTV für das Abonnement. Also, Hugo unterstellt mir Sachen, die ich nicht gesagt habe, widerlegt die dann und denke, er hat ein Argument gemacht. Er fordert quasi staatliche Zensur. Er ist doch nur Mitglied, oder? Ja, soweit ich weiß, ist er nur Mitglied. Er ist ja nicht in der Bremer Bürgerschaft, also hat er, glaube ich, bei der FDP tatsächlich... Ja, also die FDP hätte gewollt, wenn sie besser abgeschnitten hätte, dann wäre es nach dem Willen der FDP gegangen, dass er da in einem Parlament gesessen hätte. Das ist doch jetzt wirklich absurd, dass wir über diesen Punkt hier jetzt so lange diskutieren, ob man Tobias Huch einen Politiker nennen darf. Hat da keine weitere Funktion. Dementsprechend ist es absurd, das als Argument zu... anzuführen. Es ist abstrus. Ah. Da muss er aufpassen. Also seid kein Parteimitglied, wenn ihr irgendwas bei YouTube melden wollt. Sonst ist das staatliche Zensur. Sperrung? Habe ich nicht gesagt. Und ist auch vollkommen egal. Ich lehne ja Zensur durch private Konzerne genauso ab wie Zensur durch den Staat. Opposition. Warum führst du so einen Müll dann als Argument an? Kanäle. Das heißt, als Argument, wenn da jemand, wenn ein Parlament einziehen will oder wollte, offensichtlich ein Problem mit einem und der Grund, also meiner Ansicht nach, ein Problem mit einem der Grundfesten unserer Demokratie hat, nämlich der Meinungsfreiheit, dann ist das doch ein sehr gewichtiges Argument, dass man diese Partei nicht mehr wählen sollte, beispielsweise. Oder dass diese Partei solche Leute nicht mehr aufstellen sollte. Also je nachdem, wie rum ihr es sehen wollt. Also ich finde die FDP auch unabhängig von Tobias Huch eine furchtbare Partei. Also da braucht es jetzt Tobias Huch nicht für. Aber das ist doch schon, also das sagt doch schon einiges über diese Partei auf, dass sie solche Leute auf Landeslisten schreibt. Ey, wirklich, bevor ihr in den Community, ein Video wegen Community-Richtlinien meldet bei YouTube, schaut bitte vorher nochmal, ob die Partei, die ihr Mitglied seid, gerade in der Regierung ist. Sonst macht ihr staatliche Zensur und bekämpft oppositionelle Kanäle. Versteht ihr das? Es geht in diesem Fall nicht darum, ob die Kanäle oppositionell sind und Tobias Huch Mitglied bei der FDP ist. Es würde auch genau darum geht es. Jemand, der in der FDP ist, jemand, der zumindest gut genug vernetzt ist, um an Listenplatz zu kommen,
jemand, der vorher bei den Jungen Liberalen sehr, sehr gut vernetzt war. So jemand fordert etwas, was meiner Ansicht nach in wirklich die Grundfesten unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung angreift. Also das ist etwas sehr, sehr Relevantes, was, finde ich, sehr viel größer skandalisiert werden sollte, als es das dann doch wurde. Keinen Unterschied machen, wenn Tobias Huch Mitglied der CDU wäre. Mach das nicht. Ich finde, dass dies einen Frontalangriff auf Artikel 5 Absatz 1 unseres Grundgesetzes darstellt. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich... Jein, wir haben Meinungsfreiheit, nicht Redefreiheit. ...sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film... Ja, deswegen halte ich es auch für eine schlechte Idee. Also wir können ja trennen, ich halte die Idee von Tobias für schlecht. Trotzdem ist das, was Agitator hier sagt, absoluter Blödsinn. Was denn genau? Sag doch mal, was ich genau gesagt habe, was nicht stimmt. Was nicht stimmt oder was absurd ist? Sag mal, was ich gesagt habe, was nicht stimmt. Also ich würde sagen, absurd ist, dass du anführst, dass er FDP-Politiker ist. Also Mitglied. Ich denke, das ist nicht so schwer, das zu trennen, oder? Also was Agitator sagt, ist absoluter Blödsinn. Sind das jetzt diese Fake News, die du hier verbreitest? Also sag, wo ich falsch liege. Sag, wo ich sachlich falsch liege. Ich habe hier ziemlich viele Tatsachenbehauptungen drin. Die kannst du ja widerlegen, wenn sie falsch sind. Die Verbindung der zwei Tatsachenbehauptungen, dass er Mitglied der FDP ist und dass er Zensur fordert. Ich glaube, dass die Kanäle sich vermutlich wieder auf YouTube zurückklagen können, weil YouTube kein Hausrecht hat. Weil YouTube dafür viel zu groß ist und eine viel zu wichtige Rolle spielt. Gleichzeitig jedoch ist die Schließung dieser Kanäle natürlich für das Image der Kanäle gut, aber vermutlich auch nicht auf lange Sicht durchsetzbar. Achso, das ist ja bei der Aberkennung von Grundrechten das Wichtige, dass man die auch auf Dauer aberkennen kann. Nicht, dass die irgendwann ihre Meinungsfreiheit noch... Ja, wenn es halt nichts mehr bringt, wenn es halt nicht mal was bringt, dann braucht man das auch nicht weiter drüber nachdenken. Das heißt nicht mal was bringt. Das ist ein rein taktisches Argument. Geh doch mal auf das tatsächliche Argument ein, nämlich, dass da ein Grundrecht eingeschränkt wird. Findest du das gut? Das ist jetzt die Frage an dieser Stelle. Wenn selbst der gewünschte Effekt nicht eintreten wird. Spruch nehmen. Also es ist so geil. Er bringt wirklich nur strategische Argumente, warum es falsch sein soll, diese Kanäle zu sperren. Anstatt einmal auf diesen Punkt einzugehen, dass das halt ein Angriff auf die Meinungsfreiheit ist. Sollten diese Leute keine Meinungsfreiheit haben? Vielleicht müssen sie nicht die Plattform auf YouTube haben. Das ist eine juristische Frage. Ja, also es ist eine rein strategische Frage für dich. Also es ist was für dich grundsätzlich in Ordnung geht. Oder interpretiere ich das hier jetzt falsch? Aber da ich es nicht mal für strategisch sinnvoll halte, brauche ich es auch nicht moralisch bewerten. Solange man Opposition ist, darf man Fake News verbreiten. Was glaubst du, wieso er sonst... Man darf Fake News verbreiten. Es gibt kein Wahrheitsministerium. Und warum sagst du dann, dass das oppositionell ist und dass Tobias Huch Mitglied einer Regierungspartei ist? Warum führst du das überhaupt als Punkt Deutschland. An? Deutschland, das ist nicht verboten. Es gibt keine Pflicht zur Wahrheit in diesem Land. Das gibt es nicht. Anknecht ist. Werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Ich wiederhole nochmal. Eine Zensur findet nicht statt. Eine Zensur findet nicht statt. So, jetzt kannst du das Video beenden. Hast du ganz gut zusammengefasst. Gesetze, YouTube zensiert ja schon Kanäle. Rechtswidrig zu einem großen Teil, dass ich Kanäle ja, wie du schon richtig gesagt hast, zurückklagen können. Aber das passiert ja auf YouTube. Und das muss eigentlich staatlicherseits unterbunden werden. Da müsste der Staat Maßnahmen ergreifen, beispielsweise ein Gesetz erlassen, dass es YouTube pauschal verbietet, Kanäle zu zensieren. Jein, das kann ja auch nicht pauschal verboten werden. Also zu einem gewissen Grad... Ja, doch. Also solange die Kanäle nichts Strafbares machen, kann man verbieten, dass sie gesperrt werden. Das geht. Kann YouTube ja sagen, was auf seiner Plattform stattfinden darf und was nicht. Kann ja, YouTube kann sagen, dass keine Pornografie auf YouTube... YouTube ist ein de facto Monopolist. Und Pornografie ist Jugendschutz. Das sind ja Gesetze. Also wenn da Inhalte an Jugendliche ausgeteilt werden, die nicht an Jugendliche ausgeteilt werden dürfen, dann dürfen die natürlich gesperrt werden. Das ist klar. YouTube stattfinden darf. Das kann man natürlich nicht von staatlicher Seite untersagen. Es geht hier gerade nicht um Pornografie, du lenkst ab. Es geht um Videos mit einer anderen politischen Meinung als der derzeit herrschende. Darum geht es. Es geht nicht um Pornografie. Fake News und Desinformation haben in einer liberalen Demokratie absolut nichts verloren. Sie sind ein Mittel autoritärer Staaten, um unter diesem Vorwand... Aber Russland feiern. Nein, ich feiere Russland. Das sind schon wieder diese Fake News, die Hugo hier meint, oder? Ich feiere Russland nicht an keiner Stelle. Also ich hab... Wann hast du denn zum letzten Mal einen Pro-Amerika- oder Pro-NATO-Propagandisten auf deinem Kanal geschoutoutet? Ich hatte Tobias Huch zu Gast beispielsweise. Und ich hatte auch Nachtschmied zu Gast und hat total freundlich mit dem geredet. Also... Ich habe mal Nachtschmied auch häufiger geradet. Ich würde ihn jetzt nicht als Propagandisten bezeichnen. Also er äußert sich da relativ vorsichtig zu all den Themen. Er hat da grundsätzlich andere Einstellungen als ich. Und mit dem Content zusammen gemacht. Und wann hast du das zuletzt mit einem pro-russischen? Ja, sogar explizit. Ich hatte letztens Dominik Reichert hier zu Gast. Da habe ich explizit gesagt, der letzte, der mir einfällt, ist Nachtschmied. Ich hatte auch schon zig Creator zu Gast, mit denen ich über völlig andere Themen geredet habe, wo ich auf völlig andere Dinge reagiert habe. Die zu diesem Thema eine 100% andere Meinung haben als ich. Also das ist jetzt ein schlechtes Argument.
sind das russische Gesetz wegen Desinformation gegen das russische Militär kritisiert. Also das ist ja ein Gesetz, was die Meinungsfreiheit einschränkt in Russland. Das ist ja ein Problem, dass Russland genau das hat. Das kritisiere ich, klar. Und also das Problem ist halt, dass es da ein Gesetz gegen Desinformation gibt. So etwas darf es bei uns nicht geben. Dass beispielsweise die Landesmedienanstalten, das hat Hugo wahrscheinlich auch nicht mitbekommen, sich in einigen Fällen jetzt schon zu Zensurbehörden aufgeschwungen haben. Oder dass die EU mit dem Digital Services Act gegen Desinformation vorgehen will. Das sind sehr, sehr gefährliche Entwicklungen, die uns Richtung eines autoritären Staates führen können. Können, aber nicht müssen. Also nee, Russland, Agitator feiert Russland ja nicht. Also selber nicht. Der ist auch überhaupt, der hält Distanz zu Russland und den USA. Nur halt, dass er immer wieder eine Dominik Reichert. Ich hatte Dominik zu Gast. Also jetzt hast du mich überführt. Ich hatte jemanden zu Gast, der sich offen als pro-russisch... Wann hast du zuletzt jemanden zu Gast gehabt, der sich offen als pro-amerikanisch bzw. pro-NATO bezeichnet? Die kommen tatsächlich meistens nicht, wenn man sie einlädt. Also ich habe auch einen Hey Wolfi, glaube ich, schon angeschrieben, wenn ich mich recht entsinne. Aber wie gesagt, der letzte, den ich dazu Gast hatte, an den ich mich jetzt aktiv erinnere, ist Nachtschmied. Nett. Wann hast du das zuletzt gemacht? Geoutet hat. Ich hatte übrigens auch schon mal jemand anderen zu Gast auf meinem Kanal, nämlich den guten Tobias. Da habe ich eine Debatte auf meinem Kanal. Ja, ein Gespräch, das spontan zustande kam. Hast du ihm auch einen Twitch-Shoutout gegeben? Hast du auch dem geholfen, seine Karriere auf Twitch zu starten? Ich glaube nicht. Soll ich gerne anschauen. Glaube ich. Also ich hatte Dominik Reichert zu Gast, ich hatte aber auch einen Tobias Hoch zu Gast. Und ich wollte übrigens auch mit dir schon eine Debatte, also ich habe dich schon über viele Debatten angefragt. Also wenn du genauso häufig zusagen würdest wie Dominik, könntest du wahrscheinlich sogar noch häufiger auf meinem Kanal erscheinen als er. Aber du hast halt bisher jetzt mal abgesagt und das letzte Mal, als ich dich angeschrieben habe, so war, also bei einer Debatte zum Verfassungsschutz, so vage zugesagt, aber bisher kam da noch nichts Konkretes. Also mal schauen, mal schauen. Interviewt und pusht auf sein. Ich dachte, ihr wolltet in der Honigwabe reden. Ja, das war ein Vorschlag. Also Stand jetzt kam da immer noch nichts Konkretes von mir. Aber müsste Hugo ja erstmal grundsätzlich sagen, ob er zu einer Ich schreibe mal auf Discord, wir machen die Tage eine Debatte. Warte bereit, aber er meint gerade, er hätte viel zu tun, obwohl er gerade streamt. Ich hinterfrage das mal nicht. Also ich lasse ihm erstmal ein bisschen Zeit und dann... Naja, ich habe auch anderen Content zu machen, außer mit Agitator. Wenn er sich noch eine Zeit nicht meldet, frage ich halt, ob er mich vergessen hat. Du reagierst ja dauernd auf mich. Also das ist ja kein anderer Content. Das ist ja exakt der Content, auf den du hier reagierst. Deinem Kanal. Er hat zugesagt, ja, er hat grundsätzlich zugesagt, aber zu keinem bestimmten Termin. Deswegen weiß ich ja nicht. Also du hast jetzt, ich werde das jetzt nicht nur um einzeln aufrufen, aber du hast jetzt drei Reaktionsvideos auf mich gemacht in der kürzester Zeit. Das sind, was weiß ich, wie viele Stunden, eine bis anderthalb Stunden Videomaterial werden das sein. Also eine Zeit, in der man locker eine Debatte hätte unterbringen können. Er kann ja sagen, ich bin abstrakt zu einer Debatte bereit und die Debatte findet dann in drei Jahren statt. Das kann er ja auch meinen, wenn er einfach nur abstrakt zusagt. Deswegen, wie gesagt, wir schauen mal und wenn Hugo sich dann nächsten Wochen nicht melden sollte, frage ich dann nochmal vorsichtig nach. Offen pro-russisch ist. Aber ansonsten hält er wirklich Äquidistanz zwischen den beiden. Cool, was hat er Dominik Reichert interviewt und pusht auf seinem Kanal, welcher offen pro-russisch ist. Aber ansonsten hält er wirklich Äquidistanz zwischen den beiden. Ich hatte, wie gesagt, auch schon Tobias Hoch auf meinem Kanal. Hast du ihm auch einen Twitch-Shoutout gegeben? Hast du ihm auch geholfen, seine Karriere zu starten? Also, das ist jetzt kein Argument. Das ist auch wichtig, dazwischen eine Äquidistanz zu halten, oder reagiert auch? Wie gesagt, Nachtschmied raide ich immer wieder. Und Gott, ich weiß tatsächlich bei vielen Streamern, die ich hier raide, gar nicht, wie deren Position zu diesem Thema ist, weil dieses Thema ja auch nicht alles überragt. Also das Thema ist hier nur eins von vielen. Ich hatte auch Oliver Flash zu Gast, der hat zum Nahostkonflikt eine vollkommen andere Meinung als ich beispielsweise. Also da haben wir aber auch nur kurz drüber geredet, weil er in dem Thema, glaube ich, auch nicht so tief drin war. Aber ich habe zig Leute zu Gast, die da eine andere Meinung zu haben oder ihre Meinung ich schlichtweg nicht kenne, weil sie mich nicht interessiert. Also es gibt tatsächlich noch andere Themen als Geopolitik. Auf. Zumal ich, wie gesagt, selbst nicht pro-russisch bin, aber trotzdem kann ich ja mit einem Dominik Reichert sachlich reden. Anti-Spiegel TV, was auch ein pro-russischer Sender ist. Ansonsten... Ja, Thomas Müller ist ein guter Journalist, der macht gute Arbeit. Also gegen den habe ich absolut nichts. So, viel mehr Leute sollten auf Anti-Spiegel TV reagieren. Du musst doch sagen, wo Anti-Spiegel TV falsch liegt. Und das sind ja relativ kurze Berichte, gut geeignet für Reaktionsvideos. Dann kannst du dir doch mal so ein Video nehmen, so einen Bericht und dann sagen, wo diese bösen russischen Propagandisten... Können wir ja mal machen, aber dann würde mich ja interessieren, ob du irgendein Argument gelten lässt. War falsch, ich frag das doch mal. Die Eltern bringen doch gute Argumente. Dann lass es auch gelten. Wie gesagt, ich bin selber nicht pro-russisch aus Gründen. Also wenn ich alles richtig finden würde, was beispielsweise Thomas Röper sagt, dann würde ich ja sagen, okay, bin ich auch pro-russisch. Anti-Spiegel TV kommt immer auf dem Twitter-Kanal von Dominik Reichert. Da heißt er auch Eiserner Vorhang auf Twitter. Kannst du doch machen. Also, doch ja. Und wie gesagt, die Frage ist es Äquidistanz, wenn du Dominik Reichert shoutoutest, aber niemanden, der pro-Amerika-Propaganda macht? Überhaupt kein Problem. Warum müssen wir das jetzt schon dreimal wiederholen? Das heißt, niemanden, der Pro-Amerika-Propaganda macht. Wenn da jemand ist, der sonst vernünftige Positionen hat, dann schaut euch den natürlich auch. Also wie gesagt, Nachtschmied ist jetzt das Beispiel, was mir auf Twitch eingefallen ist. Ja, aber die meisten Leute, die hier einfach die Narrative des Mainstreams übernehmen,
die sind tatsächlich ziemlich unerträglich, die sich hier auf Twitch bewegen. Das ist nun mal so. Eine Äquidistanz. Bis auf die paar Kleinigkeiten. Also ich werde jetzt nicht jemanden wie Hakon oder Neitan shoutouten, nur damit ich wen shoutoute, der im Ukraine-Krieg die pro-westliche Position hat. Also das wäre ja absolut bescheuert, so vorzugehen. Wie gesagt, das ist nicht das Zentrum meines Denkens. Das ist ein Thema, was mir wichtig ist, aber es beherrscht nicht alles. Na, wie gesagt, ich verstehe dein Problem. Ich reagiere jetzt auch auf dich. Hast du mir auch einen Twitch-Shoutout gegeben? Reagiere nicht nur auf Antispiegel. Ich habe dir schon zig Debatten angeboten. Ich reagiere ja auch auf dich. Und am meisten reagiere ich tatsächlich auf Sarah Wagenknecht oder auf BSW-Politiker. Also am meisten reagiere ich auf Leute, die genau hier sich eben nicht irgendeinem Lager zuordnen. Also sei es jetzt pro-russisch oder transatlantisch oder was auch immer. Um eben Fake News zu bekämpfen oder Desinformation. Das ist eine Aussage, die lasse ich einfach mal so stehen. Oder Verschwörungsmythen oder wie man es dann auch immer framed. Unter diesem Deckmantel. Ja, das BSW ist weder pro-russisch noch sonst irgendwas in die Richtung. Also das BSW ist ähnlich wie ich selbst. Einfach dafür, dass eine Außenpolitik gemacht wird, die in deutschem Interesse ist. Also den nationalen Interessen Deutschlands vertritt, unabhängig davon, ob das nur den USA oder Russland nützt. Die also eben nicht die USA oder Russland ins Zentrum des Denkens stellen, was absolut richtig ist. Man framed es. Es sind keine Fake News, weil Wahrheit existiert überhaupt nicht. Man framed es als Fake News. Doch, Wahrheit existiert, aber wer legt das fest? Also ich glaube daran, dass es eine objektive Realität gibt, aber ich glaube nicht daran, dass es... Glaubst du daran, dass es auch objektiv Leute gibt, die systematisch falsche Informationen verbreiten? Eine neutrale Institution auch nur theoretisch möglich wäre, die... Nee, Falschinformationen verbreiten um des Falschinformationsverbreitens willen, das wird niemand machen. Es wird ganz viele Leute geben, die ein taktisches Verhältnis zur Wahrheit haben und eben die... Also entweder bewusst lügen, wenn es ihnen zum Vorteil gereicht, oder alles ausblenden, was halt nicht in ihr Narrativ passt. Also das ist, ja... Ich sag mal so, das ist leider ein normales Vorgehen in politischen Debatten. Aber ja, das ist jetzt absolut kein Argument für Zensurgesetze. Denn die würden ja trotzdem von einer Seite genutzt werden, um dann ihr Narrativ durchzudrücken und jede Kritik unter diesem Deckmantel Desinformation bekämpfen zu wollen, niederzuwalzen. Diese Wahrheit festlegen können. Das geht einfach nicht. In Institutionen spielen immer politische Interessen eine Rolle. Und wenn du jetzt ein Wahrheitsministerium hättest, von wem würde dann der Wahrheitsminister ernannt werden? Ja, vom Kanzler. Und der Kanzler, der hat wie alle anderen parteipolitische Interessen. Da würde dann einer bestimmt. Müsste ja nicht zwangsläufig so organisiert sein, aber ich bin ja auch nicht für ein Wahrheitsministerium und Tobias Such ist ja auch nicht für eine staatliche Zensur. So, ich glaube aber jetzt. Eine private Zensur viel, viel schlimmer als eine staatliche Zensur, da die gar keiner demokratischen Kontrolle unterliegt. Nicht mal theoretisch. Da entscheiden dann die Aktionäre eines Großunternehmens aus den USA, was erlaubt ist und was nicht. Also das ist noch viel, viel problematischer aus demokratietheoretischer Sicht als staatliche Zensur. Haben wir eigentlich soweit? Zumal, wie gesagt, das ein amerikanisches Großunternehmen ist, das also nicht in Deutschland sitzt. Das wäre bei einem russischen Unternehmen genauso problematisch, aber da hier die staatliche Souveränität untergraben wird. Da hier ein Unternehmen, das nicht innerhalb unserer Jurisdiktion liegt, was nicht unserer Kontrolle unterliegt, darüber entscheidet, was hier gesagt werden darf und was nicht. Also ein Unternehmen, das nicht mal theoretisch im Zugriffsbereich des deutschen Staates liegt, entscheidet dann darüber, wie die Informationsversorgung der deutschen Bevölkerung ist. Allermeisten Argumente durch. Ich skippe nochmal ganz an den Ende, vielleicht kommt da noch irgendwas mit. Ja, hat er das nicht getan? Wollen wir das nachher anschauen? Ja, hat er das nicht getan? Wollen wir das nachher anschauen? Habt ihr da nachher noch Bock? Ja, bitte, 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 dann haben wir noch ein Video zum Reagieren. Das wird toll, das wird toll. Ja, Agitator ist eine ganz gute Leute. Naja, kommt dann gleich auf YouTube. Du hast 7 Minuten erst hochgeladen. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Da hat jemand eine gute Selbstreflexion. Ich finde wirklich dieses Framing unfassbar lustig mit dem Mitglied einer Regierungspartei. Ja, ist es falsch. Wie bei allen anderen Punkten, du hast nichts widerlegt. Gar nichts. Also, ich habe bei allen Punkten recht, aber du machst dich einfach... Er hat recht. Hat das Wahrheitsministerium auch gesagt, dass er recht hat? Man muss dich also... So Reaktionen gefallen mir, so kannst gerne weitergehen. Also wirklich einfach nur mehr Reichweite und kein Mensch, der irgendwie vernünftig denkt, hat eine andere Meinung. Also das, also der kein Mensch, der vernünftig denkt, hat eine andere Meinung. Auch das Wahrheitsministerium nicht. Ja, du hast kein Argument gebracht. Also selbst wenn jemand grundsätzlich deinen Narrativen zustimmt, hast du kein Argument gebracht, was ihn zusätzlich davon überzeugen würde. Also selbst wenn jemand dein ganzes Framing übernähme, gäbe es selbst innerhalb dieses Framings nichts, was diese Person überzeugen würde. Das war gerade mein Punkt. Aber wir können ja mal gerne eine Debatte führen. Da könnten wir das Ganze, glaube ich, besser klären. Sowieso schon davon überzeugt ist, dass Tobias Hoch absolut recht hat und der von Meinungsfreiheit, so wie ich das sehe, nicht sonderlich viel hält. Naja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten. Bis zum nächsten. Na gut, was soll ich dazu sagen? Ich meine, er dodgt die Punkte halt immer und sagt dann am Ende so, ja, ist absurd.
Naja, was soll man dazu sagen? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da und seid ihr davon überzeugt? Nee, ich habe gesagt, wo du falsch liegst mit deinen Behauptungen, die, wie gesagt, keine Argumente waren. Du könntest ja mal irgendwas herleiten. Also ich sage dann, es gibt niemanden, der festlegt, was die Wahrheit ist. Wie wäre das denn zum Beispiel organisiert? Gäbe es dann ein Wahrheitsministerium und du so, ja, kann sein, dass es doch so wäre, aber muss ja nicht. Das hat Tobias Huch ja auch nicht gefordert. Nee, aber wer soll es dann machen? Also du bringst kein Argument, wer festlegen soll, was die Wahrheit ist, weil du es auch nicht kannst. Also jede Institution, die du dir irgendwie erdenken könntest, hätte das gleiche Problem wie das von mir beschriebene Wahrheitsministerium. Es gibt keine neutralen Institutionen. Es gibt Institutionen, die einen gewissen Interessensausgleich durch Einbeziehung möglichst vieler Interessen wahren können. Aber komplett neutrale Institutionen, die gibt es einfach nicht. So, Hugo redet einfach jeden zweiten Satz von Agi nach, ohne ein Argument danach zu liefern. Erinnert an Kürtschow, schreibt Rollo gerade. Ey, du hast es mir doch vorgeschlagen, darauf zu reagieren. Also wenn du das ohnehin schon wusstest, wieso sollte ich dann darauf reagieren? Also ich weiß ja immer nicht, was kommt. Ich gucke mir die Videos ja vorher nicht an. Deswegen bin ich da immer auch ein bisschen überrascht. Aber es ist immer das gleiche Schema. Wie gesagt, wir können noch mal in die Kommentare gucken, ob Hugo mir da geantwortet hat. Bisher hat er mir nicht geantwortet. Schade, schade, schade. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.